Staatsasyl und 27. Ich muss dahinter kommen. Jede Geheimformel ist zu knacken. Ah, ja. H2Y 27. Ja. Oh, riecht schon richtig. Es riecht sogar ausgezeichnet. Auch die Volumenbildung ist richtig. Ich glaube, ich hab's. Ich bin dicht davor. So. Marmelade. Ja. Oh, herein. Ist hier jemand? Darf ich? Sie haben ja dreimal geklopft. Ach so. Herr Direktor, ich muss es Ihnen einfach sagen. Ich liebe Sie. So, da habe ich noch etwas Teig im Ohr. Bitte, sagen Sie das noch einmal. Ich liebe Sie. Sehr rührend. Was versprechen Sie sich davon? Ich möchte Sie mit rübernehmen. Nach Oklahoma. Wieso gerade jetzt, wo ich doch Direktor geworden bin? Ich sehe natürlich ein, dass Sie dadurch einige Schwierigkeiten haben werden. Ja, ja, die Leute sind noch etwas, trotz allem Fortschritt, sehr rückständig. Ach, wissen Sie, das kann man nicht sagen. Man lebt sich sehr rasch ein, wenn man viel zu tun hat. Ach, und an welche Art von Aufgabe dachten Sie? Ja, nun, einen großen Haushalt führen, was eine Ehefrau ebenso zu tun hat. Sagen Sie, habe ich hier noch etwas Teig im Gehörgang? Moment bitte. Oh. Völlig frei. Ich kann Hammer und Amboss einwandfrei erkennen. Danke. Also dann noch einmal. Sie wollen also, dass ich Ihnen den Haushalt führe? Ja. Wieso Sie? Ja, das sagten Sie doch eben. Ich möchte doch sehr drum bitten. Ich spreche selbstverständlich von Frau Liebling. Frau Liebling wollen Sie mit nach Oklahoma nehmen? Sie sagen es, Herr Direktor. Ich bitte Sie offiziell um die Hand Ihrer Lehrerin. Nein, das geht unmöglich. Frau Liebling gehört zu meinem Körper. Lehrkörper. Ach, sie hat mit uns einen Vertrag, verstehen Sie? Aber lieber Herr Direktor, selbstverständlich komme ich für den Schaden, der Ihnen dadurch entsteht, auf. Nein, nein, ist unmöglich. Frau Liebling ist unbezahlbar.